Ja, liebe Trainerkolleginnen, liebe Trainerkollegen, der Klaus Schromm und ich möchten kurz die Zeit bis zur Mittagspause nutzen, um die Praxis von heute Nachmittag so ein bisschen vorzustellen. Ein paar zusätzliche Informationen zu geben, was wir da geplant haben, damit ihr das besser verfolgen könnt. Mein Thema sind die Varianten des Pressings. Pressing im Fußball, taktische Varianten in Analyse und Vergleich. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich habe jetzt auch hier heute nicht den Anspruch, da alle Facetten, alle Varianten, die mir bis heute so bekannt sind, hier vorzustellen. Dann müsste man das Mittagessen noch um 2-3 Stunden nach hinten schieben. Mir liegt es näher, hier verschiedene Arten, verschiedene Varianten einfach mal gegenüberzustellen. Sie zu analysieren und zu vergleichen, Vor- und Nachteile herauszuarbeiten und Stärken und Schwächen kurz zu erläutern. Das ist auch das, was wir heute Nachmittag oder was ich heute Nachmittag in der Praxis vorhabe. Ja, was hat man hier deutlich gesehen? Bestimmte Grundvoraussetzungen, die aus meiner Sicht im Pressing wichtig sind. Enge Abstände zwischen den Mannschaftsteilen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element. Überzahl in Ballnähe ist das Ziel. Überzahl in Ballnähe zu schaffen. Es gibt natürlich noch weitaus mehr Details, weitaus mehr Grundüberlegungen, die zu diesen verschiedenen Pressing-Varianten führen. Ich habe da mal so ein paar exemplarisch, ein paar Grundüberlegungen einfach mal zusammengestellt, die aus meiner Sicht wirklich wichtig sind, um ein effektives Pressing spielen zu können. Einmal natürlich die Grundfrage, und das sind, glaube ich, in erster Linie erstmal die Hauptdarsteller, die vordere Reihe. Was habe ich vorne für Stürmer, was habe ich für Typen? Und was haben Sie für eine Möglichkeiten? Wie agieren Sie gegen den Ball? Wie können Sie gegen den Ball agieren? Wie sollen Sie gegen den Ball agieren? Und was haben Sie natürlich auch für Qualitäten gegen den Ball? Es gibt ja die klassischen Stürmertypen, die nach vorne hin überragende Qualitäten haben, aber in der Defensive eher Probleme, eher Mängel haben, die vielleicht sogar auch nicht die Bereitschaft mitbringen, so konsequent gegen den Ball zu arbeiten, wie wir Trainer uns das vielleicht vorstellen. Schon Mannschaften gesehen, wo man wirklich sehen konnte, da haben 10 Leute verteidigt und einer ist vorne geblieben. Wenn ich also so einen Spieler habe, der mir 30 Tore garantiert, okay, kann man das vielleicht dulden. Aber ich glaube, wenn man 2 oder 3 von der Sorte in der Mannschaft hat, dann wird es sicherlich ein bisschen problematisch. Eine weitere Grundüberlegung ist sicherlich die eigene defensive Grundordnung. Ich glaube, da bringe ich gleich auch noch ein Beispiel für, dass man beispielsweise, wenn man mit einer Mittelfeldraute, so wie Italien jetzt bei der Europameisterschaft agiert, das Pressing sicherlich irgendwo anders spielen muss, als wenn man beispielsweise im 4-2-3-1 agiert. Natürlich ist die gegnerische offensive Grundordnung ein weiterer Orientierungspunkt, der sicherlich sehr, sehr wichtig ist. Auch da das klassische Beispiel, eine Mannschaft, die in einer Raute spielt, eine Mannschaft, die zum Beispiel mit einer flachen 4 spielt. Und wie eröffnet die Mannschaft das Spiel? Wie öffnet sie Breite, Tiefe? Wie besetzen sie die Positionen? Und wie bewegen sie sich dann auch in den Räumen? Ich glaube, das sind auch wichtige Vorüberlegungen für ein effektives Pressing. Die Kardinalfrage ist natürlich idealerweise, wo will man den Ball erobern? Eher im zentralen Bereich, eher am Flügel. Für den zentralen Bereich spricht sicherlich, dass man dadurch meistens bessere Umschaltsituationen bekommt. Am Flügel spricht vielleicht eher eine größere Torsicherheit. Auch dazu gleich 1-2 Beispiele mehr. Nächster Orientierungspunkt ist der Raum, in dem wir unser Pressing spielen wollen. Der Klassiker, das Mittelfeldpressing. 10-15 Meter in der eigenen, 10-15 Meter in der gegnerischen Hälfte, mal höher, mal tiefer. Sicherlich auch für viele nichts Neues. Abwehrpressing, man zieht sich bis in die eigene Hälfte zurück. Angriffspressing, man verteidigt sehr, sehr hoch. Das ist für mich ganz wichtig, für mich das Entscheidende. Ich bezeichne das in meiner Trainerausbildung so als den Plan B. Was ist, wenn der Gegner sich rausspielt? Was ist, wenn der Wunschball nicht kommt? Ich glaube, das ist ebenso wichtig oder noch wichtiger, darauf entsprechende Reaktionen und Verhaltensweisen zu erarbeiten und zu trainieren, um dann entsprechend gut darauf reagieren zu können. Konkrete Beispiele, Stürmertypen, ich habe das gerade schon gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben jetzt Stürmertypen, die auch gegen den Ball arbeiten, die auch gegen den Ball arbeiten wollen und die auch eine Qualität haben. Eine Spitze, 2 Spitzen. Eine Spitze, die zentral ist, zentral spielt, das sieht man hier in der Abbildung sehr deutlich, hat einen sehr, sehr kleinen Deckungsschatten. Also es ist relativ einfach, dort in die Halbräume reinzuspielen. Vorteil ist natürlich, die zweite Spitze dahinter, der Zehner,
verdichtet das Mittelfeld und in dem Raum, also in der zweiten Reihe, stehen wir etwas kompakter, in der ersten Reihe nicht so kompakt. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit zwei Spitzen, die wegen meiner auch noch leicht versetzt agieren, ist die erste Reihe natürlich kompakter besetzt. Es ist wahnsinnig schwerer, dort erstmal in die zentralen Positionen das Spiel zu eröffnen. Ein Ball nach außen ist hier vielleicht sogar schon eher zu erwarten als bei einer Spitze. Das vielleicht mal so erstmal so grob gegenübergestellt. Eine Spitze, zwei Spitzen, wie agieren sie gegen den Ball? Das sind spannende Fragen. Allein dazu kann man, glaube ich, hier mehrere Stunden referieren. Aber es sollen einfach nur ein paar exemplarische Beispiele sein, wie man oder was dafür Möglichkeiten gibt. Die eigene defensive Grundordnung. Ich habe hier mal die sogenannte flache 4 ausgewählt. Man sieht dort im zentralen Bereich klar Stärken. Man sieht auch, dass auf den Außenbahnen man recht gut besetzt ist. Im Gegensatz zu einer 4-4-2 mit Mittelfeldraute sieht man klar die Stärke im zentralen Bereich liegen. Auf den Außenpositionen ist sie relativ anfällig, haben die Spieler wahrscheinlich erstmal weite Wege in diese Positionen. Wenn man mit einer Raute spielt oder Raute verteidigt, ist es vielleicht das Ziel, den Gegner in die Raute reinzusteuern, in diese Überzahl und weg vielleicht von den Flügeln zu halten. Wäre eine Grundüberlegung. Natürlich ist die Frage, wie kann man das anstellen? Auch das so als kleine Anregung zu der gesamten großen, komplexen Thematik Pressing. Die gegnerische offensive Grundordnung, ich habe das eben auch angesprochen, auch da habe ich mal zwei Grundordnungen gegenübergestellt. Einmal das 4-2-3-1 in der Spieleröffnung, kann natürlich jetzt über jede Position diskutieren, das ist mir auch klar. Die Außenverteidiger höher zu stellen, die Innenverteidiger noch breiter, die Sechser in der Staffelung spielen zu lassen, wie auch immer. Das ist einfach mal nur ein Modell, wie eine mögliche Grundordnung in der Offensive aussehen kann, im Vergleich zu einer Mannschaft, die eine Raute eröffnet. Auch da gibt es verschiedene Facetten. Gerade was die Halbspieler betrifft, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Sie können weiter raus zur Linie, haben dann natürlich auch weitere Wege in die Grundordnung zurück. Sie können höher spielen, tiefer spielen, wie auch immer. Die Spitzen können weiter auseinander, auch das sieht man in der Praxis. Was hier nur wichtig ist, man hat hier mögliche Anspielstationen beim Gegner, die man natürlich beim Pressing irgendwo bekämpfen will. Und man sieht, in der Raute sind es eben halt mehr zentrale Positionen, während im 4-2-3-1 erstmal nur zwei Sechser im zentralen Raum sind und der Zehner ist da schon ziemlich weit dahinter. Auch das erstmal so als Grundorientierung für ein effektives Pressing. Wie spielt der Gegner, wie hat der Gegner oder was hat der Gegner für eine Art der Spieleröffnung und natürlich für eine Grundordnung. Hier die nächste Frage, ideale Balleroberung, zentral oder am Flügel? Man sieht das hier, der Außenbahnspieler, ich schaue das mal, dass der Laserpointer hier geht. Man sieht das hier, dass er zwei verschiedene Möglichkeiten hat bei einem Anspiel auf den Außenverteidiger, dass er ihn so anläuft, dass das Geschehen ja versucht wird, nach innen zu steuern oder entsprechend nach außen. Beides hat Vor- und Nachteile. In der Praxis im Leistungsfußball sieht man natürlich häufiger noch heutzutage nach außen gesteuert. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass ein nach innen lenken, wenn alle Spieler so ziemlich kompakt hinterm Ball sind wie hier, auch erstmal dort in dem Raum kein Risiko darstellt. Aber wie gesagt, beide Varianten sind möglich und beide werde ich auch heute in der Praxis versuchen mal zu zeigen. Und logischerweise nicht nur zu zeigen, sondern zu analysieren. Die Räumlichkeiten, ich denke, das ist schnell gemacht. Das Mittelfeldpressing ist der Klassiker, dass man in diesem Raum auf den Gegner quasi wartet, dort entsprechend durch ein gutes Verschieben Überzahl schafft und dort dann entsprechend durch enge Abstände in den Mannschaftsteilen in die Balleroberungssituationen reinkommt. Der Pressingraum kann variieren, mal etwas tiefer, mal ein bisschen höher. Man kann es sehr aktiv spielen, indem man einen Stürmer hat, der vielleicht auch mal rausläuft und anläuft und dort versucht, bestimmte Auslösehandlungen auszulösen. Aber vom Grundsatz her ist das so der Spielraum. Beim Angriffspressing agiert das oder kommt das häufig ebenfalls aus dem Mittelfeldpressing heraus, dass man eben halt erst ein bisschen tiefer steht. Es sei denn, man stellt vorne zu und man will den langen Ball haben. War ja auch, glaube ich, so ein Trend von der Euro, dass man das häufig sehen konnte. Das werden meine Kollegen morgen in der Euro-Analyse auch noch darstellen, dass da häufig bewusst auch zugestellt worden ist. Wenn man das nicht möchte, wenn man den kurzen Ball haben möchte, ist es erstmal sinnvoll, sich ein bisschen zurückzuziehen, weil sonst wird hinten heraus wahrscheinlich direkt lang gespielt und das dann im nächsten Schritt die Mannschaft entsprechend nach vorne schiebt. Erstmal nur als Groborientierung, was die Räumlichkeiten hier betrifft, um dann entsprechend vorne Druck auf den Ball auszuüben. Beim Abwehrpressing ist auch bekannt, steht die Mannschaft sehr tief in der eigenen Hälfte oder kurz davor. Es ist wirklich mehr ein, ja, ich sag mal, abwartendes Pressing, so ein, wir warten auf den Ball, wir reagieren mal auf das, was da kommt. Auch da muss man sich natürlich bewusst sein,
dass der Gegner natürlich verschiedene Möglichkeiten wie Spielverlagerungen, Diagonalbälle und so weiter, Spiel auf den zweiten Ball, das sind mal so ein paar Schlagworte, einstreut und dass man dann entsprechend bei dieser Art Pressing vor allem auch die hintere Reihe, also sprich die Viererkette inklusive Torhüter, da natürlich entsprechend weiter vorbereiten muss auf diese Art des Verteidigens. Ich möchte jetzt abschließen nochmal, um die Praxis, die ich heute Mittag vorhabe, durchzuführen, nochmal vier kleine Beispiele bringen. Ich habe also mir mal überlegt im Vorfeld, wie ich das am besten so anstelle. Ich habe gehört, ich habe eine U17 vom FC Augsburg. Erfahrungsgemäß ist diese Altersstufe, ich habe mit dieser Altersstufe auch schon mal damals gearbeitet bei Borussia Mönchengladbach, die sind sehr hungrig auf den Ball, die wollen zum Ball. Und da wird es sicherlich erstmal mein Hauptaugenmerk sein, die so ein bisschen zurückzuhalten und auf die richtigen Momente vorzubereiten. Deswegen starte ich jetzt ein bisschen anders heute Nachmittag als in dieser Präsentation. In dieser Präsentation kommt erst das Mittelfeldpressing, das etwas aktivere Pressing mit Anlaufen, Abklemmen, Lenken, Steuern von bestimmten Aktionen. Während ich heute Nachmittag erstmal mit einem etwas tieferen Pressing beginnen möchte. Nicht unbedingt mit dem klassischen Abwehrpressing, so ganz so tief stehen werden wir nicht. Ich werde sie so im Mittelanstoßkreis, da werden die Stürmer so in etwa auf den Ball mal warten. Und dann entsprechend wollen wir versuchen, darauf zu reagieren. Und im zweiten Teil geht es dann in ein etwas aktiveres Pressing über. Ich möchte da die Facetten zeigen, nach innen lenken, nach außen lenken, analysieren, vergleichen, Vor- und Nachteile und Detailinfos, denn aus meiner Sicht wird in den Details häufig oder im Detail häufig Spiele entschieden. The details make the difference. José Mourinho sagt das ja häufig. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich werde da nicht alle Sachen runterbeten können oder alle Sachen erarbeiten können. Das ist in der Kürze der Zeit nicht möglich. Aber ich versuche mich so auf diese wichtigen Elemente, diese wichtigen Dinge, die da auftauchen können, mich zu fokussieren. Und im dritten Teil möchte ich mal die Grundordnung verändern, nämlich Pressing aus der Raute heraus und da ein nach innen gelenktes Pressing. Eine ganz interessante Variante aus meiner Sicht, die ich mal vorstellen möchte in Analyse und Vergleich. Wie gesagt, es gibt kein System, was perfekt ist. Ich hoffe, das wird nie einer erfinden im Fußball, weil dann ist nämlich unser geliebter Fußball tot, dann fallen keine Tore mehr und das darf auch nicht sein. Aber ich glaube, dass ein gutes Pressing, eine gute Abwehrarbeit gegen den Ball Basis ist für erfolgreiches Fußballspiel. Jetzt hoffe ich, dass die Technik mich nicht im Stich lässt hier. Wollen wir mal schauen, ob wir die Animationen so starten können, wie ich mir das vorstelle. Ah, das ist erst noch, sorry, ich muss noch eine Sache ergänzen. Das ist Verhalten, wenn der Gegner sich herausspielt. Das hatte ich noch vergessen. Das war eben mein letzter Spiegelstrich in der Animation bzw. in der Grafik. Das ist dieser Plan B, von dem ich gesprochen habe. Was ist, wenn der Wunschball nicht kommt? Wie verhalten wir uns da? Und diese Animation, wenn sie denn laufen würde, sie läuft nicht. Jetzt muss ich mal eben schnell gucken, wie ich die zurückkriege hier. Das war schon einer weiter. So. Irgendwo müsste jetzt hier eine Maus auftauchen, aber die taucht nicht auf. Da ist er. Ah, jetzt habe ich Hoffnung. Jawohl, es funktioniert. Ich halte hier mal an, eine Spielsituation, wo der Gegner sich gleich rausspielen wird. Durch einen zugegebenermaßen riskanten Ball, aber durchaus möglich. Und dann entsprechend das Verhalten der vorderen Reihe. Vor allem der vorderen Reihe ist da mal zu beachten. Man sieht das hoffentlich jetzt. Das sind so die Laufwege, ein diagonales nach hinten fallen, um wieder hinterm Ball zu kommen. Ist aus meiner Sicht elementar wichtig. Nicht den Ball nachjagen, sondern diagonal zurück. Man steht dann 10, 15 Meter tiefer zwar, aber man steht sehr kompakt und kann die nächste Pressing-Aktion vorbereiten. Das vielleicht nochmal abschließend als grundsätzlich Plan B. Das ist das gleiche Verhalten, wenn der Gegner mal eine schnelle Spielverlagerung macht. Das werden wir heute Nachmittag hoffe ich auch mal erleben, dass man da nicht unbedingt den Ball einfach nur nachläuft und nachjagt. Dann hat man sicherlich große Probleme, die Situation zu lösen. Jetzt muss ich meine Maus wieder finden, da ist sie. Gut, ich hatte ja schon gesagt, die Reihenfolge ist heute Mittag ein bisschen anders. Das ist das, was ich als zweites machen möchte, das Mittelfeldpressing nach innen gelenkt. Präsentation läuft, hoffe ich. Na komm, spiel den Ball, da ist es schon. Versetzte Spitzen, leicht versetzte Spitzen, man sieht es hier deutlich, um das Zentrum zuzumachen. Der nächste Punkt, Sechserposition, ballnah, man sieht das gleich sofort hier, Press dran, damit dieser Ball sofort attackiert werden kann und provoziert wird, dass der Ball vielleicht nach außen kommt. Linie zulaufen, hier friere ich mal ein. Ist natürlich ein gutes Mittel auch, vor allem dann, wenn man weiß, man hat beim Gegner auf der Position einen sehr, sehr spielstarken Stürmer und den kann man natürlich dadurch entsprechend auch aus dem Spiel nehmen. Wir haben vor kurzem auch in Bundesligaspielbeobachtungen sowas häufig beobachten können.
Das ist, wie gesagt, ein wirkungsvolles Mittel. Wichtig ist natürlich hier, deswegen habe ich auch mal angehalten, die Qualität jetzt, wie er anläuft. Er darf sich da nicht ausspielen lassen. Er muss das taktisch geschickt machen, den Gegner stellen und ihn vielleicht zu provozieren, dass er den Ball abspielt. Wichtig jetzt auch, ich lasse mal weiterlaufen, auf den Sechs, auf der Position den Gegner nicht sofort zuzustellen, sonst wird er den nicht anspielen. Und das dann bei einem möglichen Zuspiel hier, sofern es denn kommt, da kommt es, diese beiden Spieler gegebenenfalls die 2-gegen-1 Situation herstellen. Das ist so der Wunschball, der idealtypische Ablauf oder einer von möglichen idealtypischen Abläufen von einem nach innen gesteuerten Mittelfeldpressing. Wie gesagt, weitere Varianten, weitere Analysen dazu später. Das gleiche jetzt mit nach außen gelenkt. Spielen kann man sehr häufig beobachten, um das vielleicht nochmal hier anzuhalten, wenn man zum Beispiel weiß, ich habe hier in den zentralen Positionen, da auf den beiden Spielpositionen vielleicht nicht die Qualität gegen den Ball. Sicherlich auch eine Überlegung, das Ganze dann nach außen zu steuern. Was wichtig ist, dass man dann auf den Sechserpositionen stärker durchschiebt, um da vielleicht Überzahl zu schaffen. Situativ werden wir gleich sehen, dass der Sechser hier mit dem Außenverteidiger doppelt, aber es ist sicherlich auch möglich, dass der Außenbahnspieler das erledigt. Es hängt immer von den Abständen an. Der den kürzeren Weg hat, der geht entsprechend hin. Hier in der Animation ist es dann in dem Fall gegebenenfalls die Sechserposition, die ballnahe Sechserposition. Abwehrpressing, schon eben angesprochen, Gegner steht sehr tief. Na, da hat jetzt wieder was nicht funktioniert, da muss ich nochmal zurück. Da war ich mal wieder etwas zu schnell, Entschuldigung. Wo ist die Maus, die muss ich immer finden, da ist sie. So, auch hier das mittels Abwehrpressing, damit möchte ich heute starten, aber ich lasse die Mannschaft ein bisschen höher stehen, also nicht ganz so tief. Und da dann entsprechend ein Doppeln, ein 2-gegen-1 Verhalten der ballnahen Spitze mit dem Sechser, weil in dem Fall die ballnahe Spitze da logischerweise den kürzeren Weg hat. Und last not least, das ist die letzte Geschichte, die ich heute Mittag vorhabe. Mittelfeldpressing aus dem 4-4-2 mit Mittelfeldraute. Man sieht hier in der Ausgangsposition, ich halte hier mal an, dass hier die beiden Spitzen sehr breit stehen. Das ist so eine wichtige Grundvoraussetzung aus meiner Sicht. Wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten, wie man aus der Raute Pressing spielen kann. Das ist nur eine. Man sieht hier beim Anspiel, dass die ballnahe Spitze versucht, den Außenverteidiger aus dem Spiel zu nehmen und dann den Innenverteidiger anzulaufen und unter Druck zu setzen. Und der Gedanke ist natürlich hier, und der Gedanke ist ja nicht ganz so unlogisch, dass man versucht, hier in die Kompaktheit, in die Raute herein, den Gegner reinzusteuern. Ja, dass dieses Anspiel hier schon von diesem Spieler etwas zugemacht wird. Man muss über den Spieler diskutieren, ob man den nicht etwas tiefer stellt. Würde ich bei Mannschaften, die sehr weiträumig spielen können, auch vielleicht favorisieren. Dass er aber auch in der Lage ist, diesen Ball zu attackieren. Und dass man sieht das hier deutlich im Mittelfeldbereich, wenn da jetzt ein Anspiel kommt, dass man da entsprechend auch jederzeit 2-gegen-1 ganz schnell gegen den Ball spielen kann. Und eine Balleroberungssituation dort im Raum ist natürlich für ein schnelles Umschalten wie gemalt. Idealtypischer Ablauf, Ball im Tor, so stellen wir uns das vor. Wie gesagt, das, was ich heute Mittag vorhabe, ist auch für mich mal eine ganz neue Erfahrung. Also 4 Pressing-Varianten in einer Stunde, das ist schon eine Herausforderung. Ich habe nicht den Anspruch, dass das in Perfektion funktioniert, das muss ich direkt mal deutlich sagen. Das schafft, glaube ich, kein Mensch, das in 15 Minuten bis zur Perfektion zu bringen. Mir kommt es, wie gesagt, darauf an, es soll eine Trainingsdemonstration sein, keine Trainingseinheit. Ganz wichtig, so würde ich nie trainieren. 4 verschiedene Pressingarten in Analyse und Vergleich gegenüberzustellen und einfach mal schauen, wie schnell eine junge Mannschaft von dem, was wir uns so vorstellen, von idealtypischen Abläufen, wie schnell die eigentlich in der Lage sind, das halbwegs umzusetzen. Ich versuche da, wie gesagt, Stärken und Schwächen darzustellen, die Details herauszuarbeiten, die sehr, sehr wichtig sind. Ich fange mit diesem abwehrabwartenden Pressing an, weil ich, wie gesagt, die erstmal ein bisschen zügeln möchte und dann logischerweise immer mehr aktiv nach vorne auf den Ball lassen möchte. Das ist so der Grundgedanke und für die Praxis heute Nachmittag. Ja, und abschließend sage ich nochmal schönen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß nachher draußen bei der Praxis. Dankeschön.